Hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge von Let's Play Transport Fever. Und heute fahren wir in Stahnsdorf, die Buslinie 201 mit den neuen Wägelchen. Die werden dampfbetrieben, so wie sich das anhört. Danziger Straße. Aber das sieht schon schön aus, der innenstädtische Verkehr hier. Also die Häuser so gemacht. Im Stil der Jahrhunderte finde ich eigentlich eine ganz gute Lösung. Und ich glaube, die Kleidung ändert sich ja auch von Jahrgang zu Jahrgang. Was sie noch hier mit in diese Anzeige mit einbringen müssten, man sieht ja unten rechts die Kilometer pro Stunde. In der Mitte sieht man die Linie, unten drunter sieht man, wo der gerade unterwegs hin ist oder wo der gerade hält. Und man könnte ja links unten noch eine Anzeige schalten, wie viele Passagiere denn aktuell gerade mitfahren. Das wäre ganz interessant bei dieser Anzeige. Würde mich noch ein bisschen stören, dass es noch fehlt. So, gucken wir mal, wie unsere Hochstraße geworden ist. Gehen wir mit dem Cursor ein bisschen raus. Ja, da ging es noch ein bisschen holprig nach oben. Müssen wir noch mal gucken. Ja, es schwebt auch noch eine Bushaltestelle. Die Zäune auch noch ein bisschen. Alles sind alles so Kleinigkeiten, die man so nach und nach ändern könnte. Natürlich ist das so korrekt, dass die Zäune so stehen, wie sie jetzt stehen. Nur unten drunter könnte noch ein bisschen Mauer sein. Wie zum Beispiel hier. Die gehen ja alle nach einer gewissen Norm vom Spielgrundsatz. Geht ja immer treppenweise nach unten. Ja? Hier ist ein bisschen stärker, weil die Steigung ein bisschen stärker ist. Also von der Programmierung her des Spiels ist es alles kein Problem, wenn man das jetzt mal so sieht. Aber man müsste da, wenn man das so einstellt, dass man nach einer gewissen prozentualen Steigung der Straße, wenn da Häuser daneben stehen, müsste man wirklich das so einstellen können, also programmieren, dass da unten drunter grafisch gesehen noch eine Beton oder Ziegel, je nachdem, könnte man ja individuell der Gegebenheiten der Jahre wieder anpassen, aber so als Übergangslösung erstmal könnte man das drunter setzen. Ich weiß es nicht, wie schwer das ist. Ah, der Hügel gefällt mir zum Beispiel nicht. Jetzt sind wir gerade im Industriegebiet. Der Hügel gefällt mir nicht. Das Ding hat das jetzt hingesetzt, den Hügel, ja. Was würde ich denn da jetzt abreißen? Was war das jetzt? Das drücken? Nee, was war das? Eigentlich nur den Kreuzungsbereich abreißen. Ja, die haben jetzt alle keinen Weg. Die Straße wird nur gerade erneuert. Keine Bange. Nee, es gefällt mir noch nicht. So. Hier war dann eine Straße raus. Machen wir die jetzt einfach mal so.
Hier jetzt eine Straße raus. Geht die Straße eben jetzt mal da lang. Aber jetzt mal hier ein bisschen die Straßenführung geändert. Muss man auch manchmal tun. So, meine lieben Freunde. Das ist unser Problemkind hier. Aber mir tut jetzt erstmal hier Schwanenmühle. Ist jetzt dran hier. Schwanenmühle. Zack. Da könnte man jetzt wirklich überlegen. Mache ich auch. So viel Höhenveränderung gibt es ja nicht. Schiffbahn auch nicht. Können wir ausstellen. Zwei Linien hinsetzen zu wollen. Einmal hier. Der Rückzug vielleicht ein bisschen anders fährt. So. So, eventuell. Müssen wir auch gleich die Straßen setzen, sonst komme ich hier durcheinander. Zack. Ja, machen wir so. Macht man doch gleich so. Und das ist eine Linie. Und die zweite Linie, die machen wir hier. Geht hier oben los. Nächste Haltestelle hier. Wollt's nicht setzen? Keine Ahnung warum. Hat's hier noch eine Haltestelle? Hier hat es noch eine Haltestelle und hier. Ja, die Straßen, die verbinden sich nach einer gewissen Zeit. Das verbindet sich alles mit der Zeit. So. Kollision, jetzt nicht mehr. Setzt man einen schönen Baum in der Mitte hier. Haben wir hier irgendwas? Baum. Oder ein Stein. Stein? Kleiner Stein. Sind größere Steine? Bank. Zaun kann man hier reinsetzen. Boah, was man alles gestalten kann hier. Boah, der kostet sogar nichts. Krass, oder? Kann man eine Laterne zusätzlich hinsetzen in der Ecke?
Krass. Hätte ich jetzt nicht vermutet. Okay, oh ja, mal Stein. Passt ja perfekt dahin. Kollision. Durch das Teil, oder? Ja, pass mal ein bisschen an. Zack. 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 Vielleicht hier noch hin. Da. Und jetzt können wir ja mal gucken. Nach Bäumen. Die hier so reinpassen. Schaut doch gar nicht mal so schlecht aus. Okay, hier ist jetzt ein schöner Baum. Können wir hier oben hinsetzen. Schaut auch nicht schlecht aus. Haben wir noch ein bisschen Buschwerk? Busch hier. Guck mal, ist ja kostenlos. Was gibt's denn da? Das schaut gut aus. Das. Ja, kann auch noch jeder vorsetzen. Das nicht. Das ja. Sie haben Post. Nein, doch. Oh. Ah. Nachricht bekommen. Ich habe hier gerade alle Mobilgeräte, die im Haushalt verfügbar sind. Die stehen ja gerade bei mir. Na gut, wenn wir das mal hier oben. Ja, muss man ein bisschen aufpassen. Gerade ging es irgendwo. Da muss ich ansetzen. Zack. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Vor allem von hier schaut es doch perfekt aus. Ich kann nochmal von vorn gucken. Schaut es euch an. Wir können mal ein paar Bänke noch hinsetzen. Was gibt es hier noch? Achso, Zusatzmaterial. Also hier kann man es nochmal einordnen. Da kann ich nochmal die Bänke hinstellen, die Zäune. Oh. Okay. Fällt nicht auf, oder? Ah, sieht ein bisschen komisch aus, aber. Na gut, oh, die Armbäume. So, tu mal den Baum nochmal in so pflanzen. Gibt's ja, guck mal. Weg. Können wir nicht hinpflanzen? Nein. Der war's auch nicht. Der auch nicht. Was der? Nee. Der war's nicht, der war's nicht. Der? Von der Seite, ne? Ja, auch noch so hin. Den hier? Nee, den nicht. Nee, den auch nicht. Ah, der sieht cool aus. Hier so hin. Ah, der ist schön groß. So. Und jetzt haben wir es dekoriert hier. Schwupp, schwupp. Und jetzt können wir ein Foto machen. Zack. Und jetzt ist die Folge auch vorbei, meine Freunde. Da haben wir doch schön dekoriert. Die Linien, die tun wir morgen was draufsetzen. Und ich sag schon mal Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.